Willkommen zu einer weiteren Folge Mario und Rabbids Kingdom Battle. Wie ihr seht, wir haben es zum Glockenturm endlich mal geschafft. Na? Und wir haben ja was gefunden. Ja, wir wollen diesen Glockenturm aktivieren, wie ihr schon im tollen Intro-Video gesehen habt. Und die Frage ist nur, wie und was seid ihr? Sie haben ein Stell-Dich-Ein. Ja, ja. Früher hätte man das, anders genannt. Nee, heutzutage nennt man das anders. Ein Date. Ja, glaubt ihr nicht, ne? Fragt mal eure Eltern. Wenn ihr es selber nicht wisst. Gut. Wir sollen hier ein Rätsel mit Spiegeln schon wieder lösen. Grün? Ich nehme mal blau. Und was hat jetzt was gebracht? Ach. Du glaubst es nicht. Und dann denke ich mal, jetzt kommt hier rot. Wow. Und? Na, nicht ganz. Dann nehmen wir mal. Also wir müssen dahin, habe ich das Gefühl. Ja, du auch? Gut. Die haben wir jetzt getroffen, die Lampe. Wo ist die nächste? Hier ist eine, warte. Das heißt... Ja. Oder nein? Probieren wir einfach mal eine andere Kombination aus. Sag ich doch. Jetzt haben wir hier noch eine. Nein, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ja, alles gut. Hier ist dann auch noch ein Feld. So? Das ist verwirrend. Okay, was passiert da jetzt? Man sagt's ja, Rabbid-Logik. Oh mein Gott, es ist wirklich offen. Und ihr seht, es ist das Boss-Level hinten schon zu erkennen. Muahahaha. Das Mondtor steht offen und Herr Tompfan wartet. Naja. Irgendwie habe ich da so eine ganz schlechte Ahnung. Hey, wieso ist das hier noch offen? Verschlossen. Gibt's da vielleicht noch irgendwie einen anderen Trick? Weil da unten ist eine Kanone. Wie kommen wir da hinten hin? Ist hier vielleicht irgendwo noch ein Schalter, den man vielleicht mit dem Licht hier treffen kann? So aus Versehen. Nein, anscheinend nicht. Na gut, wir gehen mal weiter. Hier gibt es leider auch nichts mehr Tolles zu begutachten. Außer den roten Baron. Ja, genau.
auch wieder tolle Kürbis und eine Kanone. Die werden wir uns definitiv nochmal holen. Und dann auch nochmal ausgiebig uns auf den nächsten Boss vorbereiten. Okay, was müssen wir hier machen? Oh, das ist wieder so... Ja, hallo. Stell den doch ab. Meine Güte. Es ist doch nicht wahr. Als wenn die Steuerung nicht so schwammig manchmal wäre oder er nicht so reagieren würde. Also er reagiert manchmal gar nicht, wollte ich damit andeuten. Also das ist dann schon echt nervig. So wie jetzt zum Beispiel, nicht reagiert. Och, Gott sei Dank. So, jetzt darauf. Bin ich mal gespannt. Was kriegen wir? War es die Mühe wert? Blödelbumm. Das ist die größte Show der Welt. Ach, Rabbit Yoshi. Feuerfrei. Dann werden wir uns jetzt mal angucken, was da uns jetzt da zugefahren ist. Waffenauswahl. Haben wir jetzt schon von jedem die beste Waffe? So, wir haben hier gegen Cookie Boos mit Stoßschaden. Das schreit doch noch förmlich nach uns. Ja. So, was haben wir hier? Haben wir vielleicht hier irgendwas Neues? Nein. Und bei Peach? Auch nichts Neues. Na doch, wir haben ja schon die... Oh, das war eigentlich mal zu viel. Ich würde gerne mal wieder nochmal in die Fertigkeiten reingucken. Was haben wir hier? Neues Leben. Richtig. Brauchen wir. Röhrenausgang. Ein Feld weiter. Kraftpaket. Felderbonus. Brauchen wir das? Das bräuchten wir. Aber... Wie viel haben, wir noch? 30. Nehmen wir das. Gute Entscheidung. So, Peach. Peach braucht definitiv mehr Leben. Finde ich persönlich. Ja. Schaden erhöhen dadurch auch gerne. Was haben wir hier? 5-mal. Oder den Schaden erhöhen. Oder 5-mal. Oder den Schaden erhöhen. Dann können wir nämlich hier nochmal sagen, dass Yoshi nochmal ein paar Felder weitergehen darf. Finde ich gut. Gut, dann haben wir ja schon mal das, unser Team fertig. Dann lass uns mal gucken, was uns da hinten jetzt in diesem Mondtor oder sowas, was das da hinten war, erwartet. Da gibt es ja noch ein, zwei Rätsel, die wir zwischendurch lesen können vor allem. Lösen können. Okay, anscheinend nicht, sondern nur die ganze... Warum können wir eigentlich... Ah, okay, ich merke schon. Weil hier wieder irgendwelche Steine umgekippt waren. Machen wir nicht hier schon mal... Kommt mir jedenfalls sehr bekannt vor. Ja, da waren wir schon mal. Da ist dieser blöde Sumpf. Gut. Gucken, ob wir auch nichts übersehen haben könnten. Na dann.
würde ich mal sagen, laufen wir mal locker flockig. Ja, genau. Bleib mal lieber da unten, du. Das ist da, wo wir hin müssen. Ja, das ist der Weg, den wir einschlagen wollen. So. Da ist der Boss. Doch den werden wir erst im nächsten Part bestreiten und uns angucken, wer uns da erwartet. Deswegen, wenn es euch gefallen hat in dieser kurzen Folge, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir uns angucken, wer dieser Tom Fun ist. Bis denn.